So. Alter, das hört sich jetzt schon geil an, ganz ehrlich. Okay, so. Also gut, normal. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. So, und zwar kommen wir jetzt heute zu einer weiteren Probefahrt mit der Triumph Speed, nein, nicht Speed Triple, eben genau, Street Triple 765 RS. Ein Motorrad, was ich unbedingt schon fahren wollte. Also ich habe mich in den letzten Tagen einfach in dieses Motorrad so richtig verschaut. Ich weiß, es gibt manche Leute, wir werden so Sachen noch von außen ansehen, denen das überhaupt nicht gefällt. Das ist aber auch völlig okay. Mir gefällt es ehrlich gesagt richtig. Und ganz ehrlich, ich setze mich hier auf dieses Motorrad. Oh nein, warte mal, wir müssen nicht da lang. Jetzt habe ich mich gerade falsch scheiß gemacht hier. Und also ich setze mich auf dieses Motorrad, habe dieses extrem geniale Display, was glaube ich sogar noch neigbar ist und alles. Keine Ahnung, geht auf jeden Fall glaube ich irgendwie. Wo man alles individuell einstellen kann, wo man wirklich jeden Scheiß einstellen kann, wo man das Navi anzeigen lassen kann. Man setzt sich ja drauf und fühlt sich einfach direkt richtig wohl, ganz ehrlich. Ich fühle mich hier zu Hause. Und das ist, glaube ich, jetzt einfach das. Ich bin noch nicht mal groß damit gefahren. Aber ich glaube, das ist das, was man haben muss, wenn man sich ein Moped holt. Ja, ich meine, was gibt es über das Teil zu sagen? Wir haben hier einen 765 Kubik großen Motor, einen reinen Dreizylinder. Dreizylinder ist ja allgemein etwas, was mich sehr, sehr antürmt. Bin ich ganz ehrlich, finde ich extrem geil. Und wir haben eine Höchstleistung von, glaube ich, 123 oder 125 PS. Aber halt nur 77 Newtonmeter. Da zum Beispiel die Duke 97 hat 88 Newtonmeter. Ich glaube, das merkt man an sich untenrum schon. Man muss aber halt auch sagen, wenn man die sportlich bewegen will, dann fährt man die meistens eh einen Gang tiefer und dann juckt dich das auch nicht mehr, dass du weniger Drehmoment untenrum hast. Und ich glaube, diese 77 Newtonmeter reichen auf jeden Fall aus. Dazu kommen wir nachher dann auf jeden Fall noch. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einer Strecke, die haben auch gesagt, ich kann es relativ chillig nehmen, da es ist zu dieser Uhrzeit halt einfach nichts los. Oder sagen wir nicht so viel los und darum eilt das jetzt nicht gerade, dass ich hier direkt wieder zurück sein muss in einer halben Stunde. Nehmen wir uns die Zeit und fahren zu einer geilen Strecke, dann soll das eigentlich passen. Übrigens ist das das überarbeitete 220er Modell. Das müssen wir vielleicht auch noch dazu sagen. Also wir haben hier einen Blipper verbaut, das war glaube ich beim letzten Modell nicht, da war nur ein Quickshifter. Ja, und ein paar Kleinigkeiten haben sich verändert vom Aussehen her. Zum Beispiel die Lichtmaske haben sie relativ stark überarbeitet. Die finde ich sieht beim 220er Modell nochmal um einiges besser aus. Wie gesagt, vielen wird die Lichtmaske eh nicht gefallen. Mir persönlich gefällt sie wirklich, von dem her ist es jetzt halt so. Und Motor haben sie nochmal ein bisschen überarbeitet, dass man im mittleren Drehmomentbereich nochmal ein bisschen mehr Wumms haben sollte. Jetzt weiß ich gar nicht, was die noch alles überarbeitet haben. Allzu viel war es nicht, weil es war ja vorher schon ein relativ gutes Bike. Ja, wir haben hier Brembo-Bremsen vorne und hinten. Dazu natürlich, bin ich jetzt richtig, ich will jetzt keinen Scheiß sagen, aber ein Ölnis-Fahrwerk vorne und ein Ölnis-Federbein hinten. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Nee, ist eine Showa-Gabel. Okay, sorry, da habe ich mich vertan. Showa-Gabel vorne und wenn ich jetzt richtig bin, Ölnis-Federbein hinten. Das schauen wir uns nachher nochmal an. Jo, okay. Okay, moin, die läuft, die gibt ordentlich Gas. Mann, wir haben einen Quickshifter und ich kuppel wieder mal die ganze Zeit, das ist so typisch für mich. Vom Sound her haben wir hier zurzeit den Originaltopf drauf. Stört mich jetzt nicht großartig, ich finde der klingt schon relativ gut, also dieses Dreizylinder-Surren bringt er relativ gut rüber. Natürlich, wenn ich mir das Baby jetzt hier holen würde, steht natürlich noch in den Sternen, würde ich mir natürlich doch einen anderen Topf hinten drauf machen. Ich glaube von ST Project kommt momentan was raus, Akrapovic gibt es glaube ich jetzt auch schon. Es gibt noch relativ wenig halt für das Bike, weil das jetzt halt ein 220er Modell, Euro 5 und alles ist, von dem her gibt es da noch nicht allzu viel. Von der Sitzposition her würde ich jetzt sagen, sitze ich hier ein bisschen sportlicher drauf wie jetzt auf der Duke. Der Lenker ist ein bisschen weiter vorne wie bei der Duke. Und auch der Kniewinkel ist ein bisschen enger, also einfach gesamthaft ein bisschen sportlicher wie bei der Duke, würde ich jetzt mal behaupten. Aber doch sehr, sehr angenehm und bequem. Auch der Sitz ist wirklich schön weich. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie es sich verhält, wenn man jetzt hier 3-4 Stunden drauf sitzt. Würde aber sonst auf den ersten Moment sagen, dass sich das relativ gut anfühlt. Oh, yo, der springt einfach nach vorne.
Ein Durchschnittsverbrauch ist, glaube ich, angegeben mit 5,7 Liter oder so. Ist halt einfach höher wie jetzt bei der Duke 97. Da haben wir ja um die 4 Liter verbraucht die ganze Zeit. Dazu kommen, wir haben halt einen größeren Tank. 17,6 Liter müssen es, glaube ich, sein, wenn ich richtig bin. Von dem her sollte die Reichweite dann auch wiederum passen, wenn wir halt einen größeren Tank haben. Ist ja auf den Verbrauch, achte ich jetzt beim Motorradfahren persönlich nicht so großartig. Jetzt müssen wir schauen. Hier müssen wir, glaube ich, irgendwo links runter, damit wir zu dieser Strecke kommen. Oh, ich hoffe mal, ich finde die. So, ich fahre jetzt hier mal runter. Es könnte nämlich hinkommen. Ich werde, glaube ich, jetzt nach schnell halten und schauen, ob wir richtig sind. Fahre ich schnell hier raus. Ja, wir sind tatsächlich richtig. Okay, das Display braucht relativ lang, um hochzufahren. Habe ich es geschrottet? Ah ne, okay, es braucht wirklich relativ lang, um hochzufahren. So, da vorne werden dann nachher mal ein paar Kurven kommen, zum Glück. Dann können wir die hier auch noch ein bisschen testen. Aber ich muss echt sagen, ich fühle mich hier gerade pudelwohl drauf. Wir haben hier relativ sportliche Reifen drauf. Ich kann es euch gar nicht sagen, welche das sind. Ich blende euch hier gerne ein, welche Reifen das sind, die Serienbereifung. Muss man halt darauf achten, dass man die eher warm fährt, halt wie jetzt die Reifen, die ich sonst halt blöd gesagt von mir kenne, weil ich halt sonst immer Sportstourer fahre. Die muss man nicht so krass warm fahren. Ich glaube, hier muss man schon eher aufpassen, dass die dann warm gefahren sind. Und vor allem, es fährt sich so ruhig. Wenn man jetzt hier im dritten Gang innerorts mit 50 fährt, es fährt sich einfach ruhig. Man fährt auf einer Wolke. Von dem Spiegel her sieht man natürlich mehr wie genug die Lenker in Spiegel. Ich finde, bei dem Motorrad sieht es sogar geil aus, wenn die Lenker in Spiegel nach oben sind. Ich meine, da passt das in meinen Augen irgendwie. Das würde ich, glaube ich, selber nicht mal groß ändern, wenn ich das Baby kaufen würde. Ich betone es jetzt immer wieder. So, jetzt schalten wir mal noch einen Gang runter. Wir haben hier einen Blimmer und dann beschleunigen wir nach vorne mal schnell raus. So, eigentlich wäre hier 60, wir nehmen jetzt uns aber wieder 50 mit. Jo, also der Dampfhammer kommt oben rum. Der Dampfhammer kommt ganz sicher oben rum. Das ist eindeutig so. Der hat halt unten rum doch nicht so einen Druck wie jetzt zum Beispiel die Duke 97. Dafür wird es dann halt die Speed Triple geben mit natürlich 1050 Kubik. Was mir persönlich dann aber irgendwo zu viel ist. Ich brauche das Ganze eigentlich nicht. So, ich werde jetzt natürlich vorne bei den Kurven nicht irgendwie ans Limit rangehen, nicht mal annähern wahrscheinlich. Einfach weil ich den Reifen nicht kenne, ich weiß nicht, wie warm fahren ich den muss und so weiter. Und dazu ist es halt einfach ein Testbike und da will ich jetzt nicht, dass da irgendwas passiert. Das zieht einfach krass raus, das ist geil. Man hat jetzt hier im dritten Gang auch mehr wie genug Leistung. Ja, natürlich direkt Fahrradfahrer. Ich muss sagen, der Blimmer braucht jetzt, oder zumindest hat er jetzt gerade ein bisschen mehr Kraft gebraucht. Der Blimmer bei der Duke, der geht einfach richtig schön rein. Der braucht, glaube ich, doch jetzt ein bisschen mehr Kraft. Aber ich kenne die Strecke hier nicht so gut. Ich bin hier nur zwei, dreimal gefahren. Und die zieht ja schon echt an, da unterschätzt man sich. Da zieht man am Gas und steht schon bei der nächsten Kurve, da muss man ein bisschen aufpassen dann doch. So, wir waren jetzt bei 9000 Drehungen, hätten wir weiter drehen können. Die hat schon mehr als genug Leistung. So, jetzt sind wir hinter dem Auto, aber das Ding ist jetzt eh gleich fertig. Boah, aber ich mag den Sound. Mir gefällt der Sound richtig. Ich glaube, wenn man da noch ein bisschen was Brummeligeres ranpackt, dann klingt der richtig sexy. Boah, okay. Ich muss sagen, jetzt ganz ehrlich, Die Ninja hat wirklich Spaß gemacht, aber das hier ist einfach, ist in meinen Augen nochmal was ganz anderes. Das ist, glaube ich, kann ich jetzt sagen, einfach eher meine Welt. Schauen wir hier mal schnell raus und schauen uns das Baby ganz kurz an. Ich hoffe, das Ganze hält hier. Warte mal, haben wir Laufblinker? What? Sind die original? Alter, das ist einfach Laufblinker. Sagen wir bitte, das, was wir da hinten auch haben. Yo, ist das original? Das will ich jetzt wissen. Das weiß ich jetzt echt nicht. Sind Laufblinker original? Ach du Scheiße, ist das sexy.
ich persönlich mag die Lichtmaske wirklich. Ich fand es am Anfang, wo ich das allererste Mal gesehen habe, auch wirklich hässlich. Mittlerweile feiere ich es echt. Ich weiß auch nicht warum, woran es liegt, ob man es einfach mit der Zeit gesehen hat. Aber nichtsdestotrotz, wenn man die Lichtmaske vorne nicht mag, ich glaube, ziemlich wenige von euch können abstreiten, dass das Bike ab hier nach hinten einfach wirklich wahnsinnig edel aussieht. Ich glaube, das hier sind noch zusätzliche Sturzbügel. Ich glaube, die sind original nicht dabei. Könnte mich jetzt aber auch täuschen. Vor allem in diesem Grau-Rot, was erstens auch noch zu meiner Kombi passen würde. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Ah, guck, wir haben tatsächlich ein öliges Federbein. Also da habe ich mich nicht vertan, okay? Und ich muss sagen, jetzt so sieht es einfach wahnsinnig geil aus, das Bike. Wenn man sich das so ansieht, das Heck, alles, ich feiere das Aussehen richtig. Ich muss echt sagen, ich habe mich ein bisschen in das Bike verguckt, einfach weil es so wahnsinnig edel ausschaut. Wie gesagt, über die Lichtmaske kann man streiten. Ich persönlich mag es, aber ich verstehe es auch komplett, wenn man es nicht mag. Also da habe ich absolutes Verständnis. Können wir es auch von der anderen Seite betrachten. Ist eigentlich genau das Gleiche, einfach ohne Endtopf. Und auch der Endtopf. Ich meine, das ist ein Original. Das ist einfach Carbon am Original-Endtopf. Ich meine, was ist da los bei denen? Die geben sich da schon echt Mühe. Aber das ist, soweit ich weiß, nur beim RS-Modell. Also der Carbon-Endtopf da, der ist nur beim RS-Modell. Beim normalen R-Modell ist er nicht dabei. So, jetzt schauen wir uns das Bike jetzt einfach nochmal schnell von vorne an. Gut, jetzt habe ich noch das Abblendlicht drin. Kann man das irgendwie ausstellen? So ist es weg, genau. So schaut das einfach in meinen Augen, okay, das ist heller wie gedacht, ich muss hier runterklappen. So schaut das in meinen Augen einfach wirklich richtig böse aus. Mit diesem Blick, darum will ich auch das 220er Modell, weil beim Modell davor war das nicht. Und darum bevorzuge ich das 220er Modell schon. So, fahren wir mal weiter. Ich weiß nicht, wie lange mich diese Leute da schon beobachtet haben. Ich hoffe nicht allzu lang. Scheiße, ich habe das nicht mitgekriegt. So, fahren wir das Kurvenstück hier wieder zurück. Scheiße, ich habe das nicht mitgekriegt, dass da Leute stehen. Ist ja überhaupt nicht meins, wenn Leute zusehen können, wie ich meine Videos aufnehme. Kann ich gar nicht leiden. Die Brembo-Bremsen greifen auch richtig genial rein. Also da merkt man nochmal einen richtigen Unterschied zu meiner 97er, die halt einfach keine Brembo-Bremsen hat. Und oh, die greifen ein, da kann man mit zwei Fingern gemütlich dran ziehen. Und diese Brembo-Bremsen, die greifen sich so krass vorne rein. Ich habe jetzt zwar schon oft gehört, dass die Brembo-Bremsen der Duke 98 nochmal ein Stück weit besser sein sollen. Aber die hier sind schon wahnsinnig knifflig. Also die greifen hier richtig schön rein. Geiles Teil. Also macht mir gerade richtig Freude. Ich will jetzt nicht zu früh entscheiden, aber wir werden noch sicher genug andere Motorräder Probe fahren. Aber ich habe mich jetzt echt in dieses Bike einfach verliebt. Ich verstehe es, wenn ihr die Lichtmaske nicht mögt. Aber Leute, ihr müsst alle zugeben, wenn man hier oben drauf sitzt und auf dieses Display, auf dieses absolut geniale Display schaut, Dann muss man sich verlieben, in meinen Augen. Also dann verstehe ich es nicht, wenn man sich einfach nicht verliebt. Es ist herrlich. Dazu muss ich echt sagen, windschutztechnisch haben wir relativ guten Windschutz, wenn ich es jetzt auch wieder mit der Duke hier vergleiche. Aber mein Oberkörper, also so, das kann ich jetzt schlecht zeigen, aber so bis zu meinen Nippeln, sagen wir mal, haben wir auf jeden Fall einen stabilen Windschutz, wo wir halt bei der Duke quasi alles abkriegen eigentlich. Etwas kann ich jetzt noch zu sagen, zu dem Drehmomentverlauf. Gefällt mir tatsächlich relativ gut, einfach deswegen, weil es sehr, sehr gleichmäßig ist. Bei der Duke ist es ja so, dass die bis 5.000, 6.000 relativ okay zieht, aber danach gibt es dir einen Schlag in die Fresse und dann zieht sie dir davon. Und bei der ist es jetzt nicht so. Ich meine, da ist jeder, wie er mag. Aber die zieht wirklich von quasi 0 bis, was machten die etwa, 12.000, 14.000? Zieht die wirklich sehr, sehr schön raus. Also recht gleichmäßig. Und dann oben raus merkt man den Punch halt nicht so krass, obwohl sie wahrscheinlich genau den gleichen Punch hat, aber man merkt ihn halt nicht so stark, weil es halt sehr schön regelmäßig rauszieht. Okay, ich muss sagen, der Blipper ist der einzige Negativpunkt. Also ja, Negativpunkt ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, es hat immerhin Blipper, aber er ist relativ schwerfällig. Also wenn ich es jetzt mit der Duke 97 vergleiche, da funktioniert der Blipper einfach einwandfrei. Ein Quickshifter habe ich jetzt noch nicht groß genutzt.
Aber der Blipper funktioniert hier jetzt einfach nicht so ganz knorke, wie es halt einfach auf der Duke 97 funktioniert. Aber wiederum, wenn ich jetzt so den Quickshifter nutze, muss ich sagen, funktioniert der echt butterweich. Der Quickshifter, also hochschalten, funktioniert wirklich butterweich. Der runterschalten dürfte ein bisschen sanfter gehen, da muss ich schon ein bisschen drauf drücken, damit der halt wirklich schön runterschaltet. Hoch aber wiederum, guck, ich beschleunige nicht mal großartig mit Drehzahl raus. Kann hier problemlos, 5., 6. Gang. Das macht er problemlos mit. Es ist vielmehr der Blipper, der halt ein bisschen hartnäckiger ist. Ich glaube aber, das ist auch nur eine Gewöhnungssache. Von dem her passt das eigentlich. Man muss ja sagen, Blipper, die meisten Motorräder haben ja nicht mal einen. Von dem her ist es schon mal auf jeden Fall ein Pluspunkt, dass der einen hat. Auch wenn er halt jetzt einfach nicht so sanft wie der von der Duke funktioniert. So, und jetzt werden wir danach gleich wieder zurück in der Werkstatt. Dann müssen wir das Baby leider wieder abgeben. Ich will es gar nicht mehr abgeben. Ich habe jetzt gerade so Freude an dem Bike. Ich will es gerade echt nicht mehr abgeben. Aber ja, da könnt ihr mir sonst gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr genau von diesem Bike haltet. Was ihr aussehen technisch haltet, könnt ihr mir alles gerne reinschreiben. Würde mich wahnsinnig Wunder nehmen. Ich habe mich auf jeden Fall direkt verliebt, würde ich jetzt mal behaupten. Und ja, dann würde ich sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen positiven Kommentar und einen positiven Like da. Und dann würde ich mal sagen, Leute, passt wie immer auf euch auf. Dann haut raus, macht's gut und ciao.